Muss man nicht verstehen. Okay. Ach Mann. Schade, keine Rüstung. So, jetzt kommt auch nichts mehr durch. Und jetzt hau ich erstmal den Zaun weg, den ich hier fälschlicherweise hingesetzt habe. So, jetzt fliegen ja noch kleine Dinge wie sowas weg. Weil da ja später eh Gras hinkommt, kann ich das Holz auch genauso gut mitnehmen. Gras, vor allen Dingen Erde kommt dahin. Erde. Erde, Erde, Erde. Tada! Ja, was ist mit euch? Habt ihr ein Problem, ha? Habt ihr ein Problem? Dann wendet euch bitte damit nicht an mich. Mal gucken, wie das aussieht mit als Busch. Danke, gut, dass du dir also nicht so freundschaftlich in den Weg stellst. Ich finde es sehr traurig, dass die Musik alle ist, immer noch, aber auf jeden Fall gefällt mir mein Griff zu momentan sogar noch besser als mit der Musik, die ich sonst im Abspiel habe. Das geht nicht, Moment. Mache ich das noch mal kurz zu. Ja, das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Und mit dem Baum so könnte man auch denken, der steht ein bisschen weiter unten. Tut er in dem Sinne auch. Das ist ganz cool. Cooler wäre es, wenn ich nicht alles terraformen müsste und wenn ich ein Thema hätte fürs Terraformen. Das fände ich doch wesentlich cooler. Ich habe alle Themen schon angesprochen, die ich vorhatte für das Let's Play. Das waren die letzten Themen fürs gesamte Let's Play. Das solltet ihr euch im Klaren sein darüber. Ja, ne? Ja, natürlich nicht. So. Oh, ich muss niesen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Das war ein Orkan. Das wollte keiner hören. Das war schrecklich. Was? Okay, dann hört mich. Also die Minecraft-Musik hat sich dann anscheinend doch nicht geändert. Das war wahrscheinlich Glück, dass ich meine ganze Menge Musik auf einmal hatte. Schade eigentlich. Hier sogar schon das Schaf, das ist cool. Ja, das ist cool. Du bist das Schaf, was ich gesucht habe. Du bist das Schaf. Zum Motivationsspruch. Wer ist das Schaf? Du bist das Schaf. Ja, was ich mal ansprechen wollte. Es ist vor allen Dingen in LOL fällt mir das immer wieder auf, wenn die Leute im Rage-Mode sind. Und das wollte ich gar nicht aufheben. Wenn die Leute im Rage-Mode sind, vor allen Dingen fällt mir das immer wieder auf, wenn sie dann versuchen rumzuflamen und so. Aber auch so mehr kriege ich das immer öfters zu hören. Liebe Freunde, mein Name ist Neverguest. Das hat weder mit Never wie niemals noch was mit Jest wie Gast zu tun.
Das ist ein vollkommen frei ausgedachter Name. Das hat in keinstem Sinne mit irgendeiner Sprache was zu tun. Es ist einfach Neverguest. Manche nennen mich auch Newerguest. Halt wegen diesem neuer. Nee, keine Ahnung. Newer. Keine Ahnung, manche nennen mich auch Newerguest. Das soll mir auch recht sein, aber. Es hat wirklich nichts mit irgendeiner Sprache zu tun. Es ist kein Englisch, weil es cool sein soll. Es ist einfach ein ausgedachter Name, weil ich den Namen damals cool fand. Also für mich persönlich cool. So. Und auch wenn manche sagen, ja, wäre aber eine coole Idee gewesen, wenn es so gemacht ist. Das kann sein, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, das wäre schon eine coole Idee gewesen, so zwei Namen, die gar nicht so richtig klingen. Aber es war nicht so und es soll auch nicht so werden. Und darum heiße ich und bleibe ich der Neverguest und... Oder Never oder Newerguest von mir aus auch. Und was ist das hier eigentlich für Laub? Sonst ist da nichts mit irgendwie... Neuer Gast. Was soll das sein? Neuer Gast? Hä? Ich bin doch nicht mein eigener neuer Gast. Das ist sinnlos. Ah, das ist sinnlos. Warum bist du hier? Sag es mir. Warum bist du hier? Du hast nichts zu suchen. Oder also nicht du. Und auch du hast hier nichts verloren. Ah, diese Hühnerball. Also ein paar Hühner ist ja ganz cool auf einer Hühnerfarm, aber in der freien Wildnis sind die Hühner mega penetrant. Vor allem sehen sie nicht mal gut aus. Sucht euch mal ein neues Grafik-Update. Scheiß Viecher. So. So sieht aber mittlerweile auch ganz schön cool aus. So riesengroß eigentlich. Wenn wir da unten das Gerüst fertig kriegen und die Insel dann nicht mehr viereckig ist, sondern irgendwann mal rund. Oder ich habe ja noch mit was vor und muss mal gucken. Dann sieht das, glaube ich, richtig gut aus da oben. Ich hätte jetzt gern Optifine, um da mal näher dran zu schauen. Habe ich aber nicht. So, ich kann direkt mal auf die Insel gehen. Nee, brauche ich. Die Erde, die auf der Insel liegt, brauche ich selber da oben. Dann gehe ich direkt mal und hole mir neue Erde. Falls jemand jetzt die Geräusche gehört hat, einfach nicht beachten, das war nicht ich. Huch. Da habe ich gerade... Nein, ich will keine Fackeln essen. Für ein wärmendes Gefühl im Bauch. Essen Sie jetzt... Das ist Grillfackeln. Oh. Ja, auch im Gemüsehaus ist keine Erde. Vielleicht auf dem Feld, aber die muss man jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Die kann man auch lassen. Wir nehmen mal die Wege, wie anständige, zivilisierte Let's Player. So. Das Holz. Auch da ist keine Erde. Hier ist Stein. Okay. Hier ist Erde. Wir haben nur Erde. Oh mein Gott. Nein, daran. Was haben wir hier noch so? Ich lege mal das hier ab. Und das nehme ich mal mit, das werden wir gleich brauchen. Hier haben wir eine Angel, hier haben wir eine Schere. Brauche ich alles nicht, das sieht aus wie eine Eisenachse. Das sieht aus wie... Die kann man glaube ich auch zum Kämpfen benutzen, gell? Eisenschwert, warte mal. Ja, das Eisenschwert hat 5, die Eisenaxt hat 5. Sieht eigentlich auch cool aus, wenn du mit der Axt kämpfen willst. Warum nicht? Die macht fast genauso viel Damage. Kannst halt keine coolen Verzauberungen drauf machen, wie Angriffsschaden oder sowas. Aber wäre cool, liebes. Ich hätte so lange keine Minecraft mehr professionell gespielt, ich weiß nicht mal, wer das macht. Nicht Ubisoft, nicht Idyllic, nicht Riot, sondern... Wer macht Minecraft? Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Schande über mein Haupt. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das macht. Ich hab's vergessen. Also ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ja, ich weiß, dass es Notch ist, aber mir fällt jetzt die Firma nicht ein. Maschinimas auch nicht. Boah, wer war das? Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Kennt ihr das, wenn ihr eine Frage nur mal so kurz drüber nachdenkt, was eigentlich vollkommen unwichtig ist, dann wollt ihr das unbedingt wissen und denkt immer weiter drüber nach. Das ist dann immer klar, bei dir ist das nicht.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt vergessen. Das ist irgendwie so ein Schock in meiner Zockerkarriere. 4 Jahre professionell, naja, 4 Jahre nicht. 3 Jahre professionell Minecraft gespielt und dann vergessen, wer Minecraft gemacht hat. Oh mein Gott, so weit ist es schon. Er muss auch sagen, Minecraft kommt langsam aus der Mode. Alle großen Let's Player hören auf mit Minecraft. Viele Let's Player spielen kein normales Survival-Game mehr Minecraft, wofür es eigentlich schon mal gedacht war. Das ist Survival halt, Überleben in der Wildnis. Viele spielen nur noch im Kreativ, machen Adventure-Maps wie Zombie oder so. Ist jetzt nichts Verkehrtes, aber der ursprüngliche Geschmack von Minecraft, so dieses Survival, hat schon irgendwie seinen Reiz so ein bisschen verloren. Ich weiß nicht warum. Hat man sich überzockt oder sind einfach die Updates, die rausgekommen sind, haben sich das Spiel dann vielleicht doch kaputt gemacht ein bisschen, weil alles zu einfach wurde, man alles zu schnell bekommen hat. Oder ist einfach dieser Survival nicht richtig vorhanden. Es gibt einen Hardcore-Modus, der ist meiner Meinung nach ein bisschen zu heftig wieder. Ich würde ja vorschlagen, so als richtigen Survival, wenn du stirbst, dein Inventar ist weg, also komplett weg, du hast es verloren. Habe ich noch Erde? Nee. Wenn du stirbst, dein Inventar ist weg, du hast es verloren. Wenn du, gibt's noch? Nahrungsmittel sind wesentlich schwerer zu beschaffen, irgendwie sowas wäre schon cool. Ich meine, wenn du anfängst mit Minecraft, dann hast du am Anfang noch diese Nahrungsprobleme. Das ist auch wirklich eine Krippe am Anfang. Du hast wirklich, oh mein Gott, ich habe keine Nahrung mehr, ich könnte sterben. Das ist am Anfang noch so, ja, wow, Hilfe, ich könnte sterben. Aber dann nach halben Stunde Spielzeit hast du das Problem gar nicht mehr. Dann hast du dein erstes Weizen, dann bist du komplett ausgerüstet schon. Dann hast du Tiere farmen, das ist... Also entweder sollten sie mehr Lebensbalken einführen für die Minecraft-Spieler, dass die mehr Lebensbalken an sich haben. Und damit also auch mit ihrem Essen mehr Leben heilen müssen. Und dass die Zombies dementsprechend dann auch mehr Schaden machen. Also dass man sozusagen das Essen auf irgendeine Art und Weise wieder hart stumpft, weil das ist nimmt einfach Überhand. Oh, Musik endlich. Und dieses Überleben, diese Gefahr zu sterben an Essen, ist meiner Meinung nach mit das Coolste, so mit, wenn du dir denkst, oh mein Gott, nein, ich könnte jederzeit dran sterben, weil ich nicht genug Essen habe. Ich meine, wann habe ich mich das letzte Mal um Essen gekümmert in diesem Spiel? Könnt mal zurückscrollen, ihr könnt ja mal zurückschauen und mir mal sagen, wann habe ich das letzte Mal mich professionell ans Feld gestellt und habe wirklich aus Not Essen vom Feld runtergeholt. Ich glaube, das ist bestimmt schon 100, 200 Folgen her, dass ich das letzte Mal auf dem Feld war und möglich gesagt habe, okay, wir brauchen jetzt Essen. Nicht einfach, wir gehen jetzt mal hin und machen mal kurz aber gerade, wenn wir da sind, sondern wir brauchen wirklich Essen. Das ist bestimmt 200 Folgen her. Also ich meine, ich gehe einmal auf mein Feld, das ist ja nicht das Größte hier. Man muss ja nur mal als Beispiel Kronk nehmen. Das typische Beispiel Kronk, kannst du mal was anderes nehmen. Ja, es tut mir leid, wenn Kronk halt so viel in seinen Let's Plays gemacht hat schon. So. Wo ich mich auch gefragt, warum ich so auf Kronk erwähne. Ja, Kronk ist nun mal der Typ, der dafür gesorgt hat, dass ich anfange mit Let's Playen. Es ist ja, viele wissen es eigentlich von meinen Zuschauern, dass ich damals nur angefangen habe mit Let's Playen, weil ich emotional in dieser Zeit in einem kleinen Tief war und einfach keinen Spaß hatte, irgendwas im Leben dann noch zu machen. Also jetzt nicht so, ich hatte einfach keinen Spaß an gar nichts mehr. Das Einzige, was ich noch lustig fand, war Zocken. Das war aber auch nicht so und deswegen, da habe ich irgendwann zufällig, habe ich Kronk entdeckt. Ja, das hat den Let's Playen gemacht, das hat mir mega gut gefallen. Es war eine coole Ablenkung für die Zeit und es hat mir dann mehr oder weniger so ein bisschen über die Phase hinausgeholfen, so damals. Und also damals, ja, vor 2 Jahren halt, ne? Und das ist der Grund, warum ich angefangen habe mit Playen. So. Nochmal für alle, die immer noch nicht wissen, warum ich Kronk so oft erwähne und warum ich ein großer Befürworter Kronk bin. Nicht, weil er coole Let's Plays macht, das auch. Einfach aus der Tatsache, dass er mir damals den Weg zum Let's Play mehr oder weniger freiwillig gewiesen hat. Und ich das seitdem immer noch mache. Das ist, man muss auch sagen, Let's Play ist das erste Hobby, was ich länger als einen halben Monat durchhalte. 2 Jahre. Mhm.
Fast. Im September sind es 2 Jahre. So. Aber das davon genug, das habe ich schon 1000 Mal erzählt. Ich werde es bestimmt noch 100 Mal mehr erzählen müssen. Weil ich immer wieder mal gefragt werde, warum das so ist. Wo war ich gerade? Ich habe es vergessen. Nein, warum habe ich es vergessen? Das ist so doof. Ich war gerade bei Gronkh. Irgendein Beispiel, weil er viel gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Ich weiß nicht, irgendwas von, dass ich dabei war zu erzählen gerade, dass der übliche Let's Play-Charakter kaputt gegangen, der übliche Minecraft-Charakter langsam in den Arsch geht. Aber das war, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ist mir egal. So. So. Dann haben wir jetzt endlich alles vollständig ausgerüstet und ich die Bäume ruppig weg hier, das ist ja sinnlos, weil die stehen mir eh nur im Weg. So. Ich muss ja eh mehrere Gitter reinholen, wenn ich die Tiere... Das war nicht geplant.